Wir gehen rein bei 14 Stunden Game. Gab es eine Entzündung, eine Entzwirbelung von Felix? Und da wünschen wir ihm natürlich alles Gute und schauen mal ganz kurz, ob es ihm vielleicht die Haare versenkt hat, denn mit der Frisur wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen. Wir schauen rein. Hier die Startaufstellung. Endlich passen wir mal zusammen. Hier ist meine Bude, Leute. Hier schneide ich die Blöcke. Die Sonne ging unter. Es war eine geile Session. Alter. Was? Oh mein Gott, Bro. Nordschleife. Heute ist das 24-Stunden-Rennen und ich bin wirklich mittendrin. Ich frage mich halt immer, Dena, Felix, woher hast du das Geld für so ein teures Hobby? Was machst du? Was machst du privat, dass du so viel Kohle hast? Hier, viele Fans sind schon da. Wir drehen natürlich eine richtige Doku, aber das hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Und der Tag ist heute voll gestrickt, also Rennanzug anziehen. Zähne putzen muss ich auch nochmal schnell. Das ist jetzt mein Zähneputz-Spot. Guten Morgen, Vater! Alright. Das sind ganz viele Fahrer da. Da kann losgehen. Vorbereitung schon mal geschafft, langsam wird's. Guck mal, das Auto allein ist noch in AMG, ne? In meinem Auto. Was ist das für ein Wagenchef? Hat sich jemand eingenistet? Parasiten, Eindringling, jemand, der da eigentlich definitiv nicht reingehört. Parasit, hast du gesagt? Ein KTM ist das, ein KTM. Ah, okay. Warum ist Izzy da drin? Was soll das? Du hast gesagt, ich soll das vorwerfen. Ich habe meine Energie in mein Hinterteil verlagert. Raus aus der Kiste jetzt, mein Doppel-Z. Ich wüsste wie, dann würde ich auch rauskommen. Lenkrad erstmal abmachen. Na ja. Da fängt schon an. Da hinten ist so ein Ding. Das musst du ranziehen. Mehr, ja. Und jetzt kannst du abziehen. Digga. Ich hab mir das Verletzungsgefahr. Was kostet was pro Jahr? Ich habe keine Vorstellung. Also eine Rennsaison, ich kenne ein paar Leute, Fabi Schiller zum Beispiel und so. Von dem habe ich jetzt Info nicht, aber ich kenne halt einfach ein paar Jungs, die halt auch fahren. Also zumindest sechsstellig, war so 200, 200, 300.000, 400.000 vielleicht sogar. Das ist schon echt teuer, wa? Gurte hier weg. Schön. So langsam füllt sich hier die Startaufstellung, Leute. 200.000 Zuschauer insgesamt sind heute erwartet, aber... Wie krass, wie viele. Ja, sind wir mal ehrlich, Leute. Wir sind nicht dabei, also wir stehen zumindest nicht hier. Wir müssen hier einmal durch. Alle fahren gerade los. Alle, bis auf ein paar wenige Autos, unter anderem unseres, die bestraft worden sind. Wir sind disqualifiziert worden. Was? Vom Qualifying, Leute. Warum? Es war vorgestern Nachtqualifying. Haben wir gestern mit die Strafe bekommen. Denn im Nachtqualifying war mein Teamkollege Georg ein bisschen zu schnell in der Code 60 Zone. Es ist ja ein 40-Stunden-Rennen, das heißt, jeder fährt immer so einen Abschnitt, so immer so mehrere Stunden halt, ne, von so einem Rennen. Das ist schon ganz krass. Hat er denn die Strafe verursacht? Wenn ein Unfall ist, dann darfst du da nur 60 fahren, das wird angezeigt. Und er hat die Flagge irgendwie nicht gesehen. Ist dann zu schnell gewesen und deswegen stehen wir hier. Ganz hinten, leider, immer noch in der Box. Izzy ist raus aus dem Auto. Boah, die werden ja alle auf den sauer sein, oder? Aber wir müssen aus der Box gehen, das heißt, jetzt vier Stunden. Es wird ein bisschen schwer, aber Rennen ist 24 Stunden lang, also können wir alles schaffen. Ich finde gut, dass du auch dich mal so aus deinem Schatten getraut hast und einmal unsere Farben vom Auto angezogen hast hier, ne? Siehst du, eigentlich passen wir mal zusammen hier. Nicht immer nur schwer. Endlich passen wir mal zusammen. Hey, Shani ist einfach die Hälfte von Felix von der Größe. Mir nie so aufgefallen. Shani's Auto? Ja. Aber die Felgen sind Telefon. Oha, böse. Aber gut, es gibt auch ein Lieblingsauto. Weil ganz ehrlich, wenn ich hier gerade so über die Startaufstellung laufe, die Sonne scheint, die Fans sind alle hier am Start. Wir haben insgesamt 200.000 Zuschauer. 200.000 rund um die Schleife. Crazy, sehr viele crazy. Von denen sind gerade hier auf dem Grid bei all den Autos. Wir müssen aus der Boxengasse starten. Und Jörg, willst du noch mal was sagen? Warum starten wir aus der Boxengasse? Ich habe schon mal gesagt, aber das... Ich habe es gestern im Nachtqualifying verbockt und bin leider mit 93 in eine Code 60 reingesegelt. Ja, tut mir halt total leid, auch fürs Team, für euch alle. Aber hilft halt alles nichts. Ihr habt mir verziehen, wir sind ein Team und jetzt... So. Geht's jetzt aus der Box raus und dann werden wir mal gucken, dass wir das in den ersten ein, zwei Stunden wieder ausmerzen, dass wir wieder vorne sind. Wir haben 24 Stunden. Das Schlimmste ist echt, dass wir nicht hier... Führerschein wäre weg. Der hat seinen Führerschein auch verloren, dass ich... Der ist in den Blitzer reingefahren, ne? Ja. Wir stehen können mit unserem Auto, mit unserem Team und mit euch Fans zusammen dann hier sein können, sondern wir müssen halt hinter der Mauer, halt wirklich hinter der Mauer stehen wir. Ja. Wir gehen jetzt einmal zum anderen Auto, machen wir wirklich mit dem Rest vom Teichmann-Team, aber zumindest mal ein Foto zu machen. Den hat 1,90 groß, ja.
Vielen Dank, Mensch. Danke. Bester Mann. Danke. Gute Reise. Danke. 200.000 Zuschauer. Ah, und ich stehe jetzt hier noch mit Yannick Snowden, Leute. Wir hätten eigentlich in der Startaufstellung richtig nah beieinander gestanden. Hier steht euer schönes Teil. Ja. Ein 992 Cup im Iron Force Design. Digga, kranker Wagen, ne? Felgen fast so schön wie dein Auto, ne? Ich sag mal so, wir sind eigentlich fast, ne, wir haben so eine Autopartnerschaft, keine Städtepartnerschaft, eine Autopartnerschaft. Felgen und bei uns ganze Auto in der selben Farbe. Nicht schlecht, ne? Haben wir uns ein bisschen abgeguckt. Geiles Auto, geiles Team. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, aber bleibt hinter uns. Nee, aber alles Gute. Kommt gut an. Das sieht jetzt blöd aus, aber ganz ehrlich, ich habe heute noch nichts gegessen. Erstmal Kuchen vom Start einpfeffern. Darf man, ja. Man kann auch noch nicht mal sagen, dass ich irgendwie mich dafür viel bewege im Paddock, weil mein Hauptfortbewegungsmittel im Fahrerlager ist was ziemlich nice. Ist gut, aber. Das hier ist mein Hauptfortbewegungsmittel. Und es ist hoffentlich ein Placement. Fahrerlager, Leute. Mein Nio-Scooter. Ihr erinnert euch vielleicht an, dass ich den vor ein paar Monaten euch ja schon mal gezeigt habe in Köln, dass er so aus. Wenn der nicht mindestens 50 km/h fällt, dann reicht's. Ja, was soll ich sagen? Ultra praktisch. Das ist eben der Nio Kaku i3. Gibt's in der Pro-Ausführung, das ist die Sport-Ausführung. Kannst du beiden aber 20 km/h fahren. Der Pro ist noch ein bisschen mehr in der Beschleunigung einfach oder wenn es bergauf geht. Aber hier, Leute, im Fahrerlager, so nice, weil es sind halt weite Wege und alles immer zu laufen, das wäre einfach... Digga, als ob man den nicht tunen kann, dass der 40 fährt. Zu viel, deswegen, ich fahre immer mit dem Scooter. Habe ich in den letzten Monaten in Köln richtig schätzen gelernt, weil ich damit einfach zur Eisdiele, zum Einkaufen, ins Büro, einfach zu Hause steige ich auf dem Scooter auf. Also sehr geiles Teil, auch jetzt eben im Fahrerlager gerade für mich zum Rumfahren. Und ihr könnt gerade sparen, und zwar mit dem Code NEOPOWER50. Damit Bro, der kostet 800 Euro. Damit bekommt ihr 50 Euro Rabatt nochmal extra auf Amazon. Der Link ist unten in der Beschreibung, checkt's mal aus. Und dann könnte so ein schöner, nicer Scooter hier bald auch bei euch stehen. Musst du nicht eigentlich gelbe Flaggen schwenken da? So. Nee, wir haben frei jetzt. Habt ihr jetzt Pause? Wir haben frei. Wir haben die Schicht. Dann Jungs, danke für eure Arbeit auf jeden Fall. Ein paar Fotos nochmal schnell gemacht. Ja, der prominente Boss. So, und hier stelle ich dann hier schön meinen Roller immer ab. Zack. Also manche Leute fahren mit Fahrrädern, aber ich lieber mit Scooter. Und dann geht's rein hier in unseren schönen Nightliner. Da hinten sind normalerweise Besprechungen, aber dann geht's für uns natürlich hier die Treppe hoch. Denn 24-Stunden-Rennen. Wenn man zwischendurch mal kurz irgendwie eine Pause machen kann, dann können alle Fahrer haben hier einen schönen kleinen Schlafplatz. Und ich bin der Einzige, der hier dauerhaft übernachtet. Das hier ist meine Bude, Leute. Hier schneide ich die Vlogs. Digga, der Reiche, ne? Hat sich den ganzen Bus allein gezogen, klar. Ja, so schon mal ein kleiner Einblick hier für euch ins Crew Fahrerlager. Kuss, mehr werdet ihr noch in unserer ganzen Monate Doku sehen. Schalab, da muss noch ein bisschen da rauskommt, aber hier Vlogs will ich einfach so schon mal schnell ein bisschen was euch zeigen hier vom Rennwochenende direkt. Und deswegen jetzt schnell weiter, zurück zum Rennwagen. Alright, Ruhe vor dem Sturm. Die Autos sind alle auf ihrer Einführungsrunde, alle weg. Nur wir stehen immer noch in der Box. Aber Mike ist im Auto bereit. Mike, wie sieht's aus? Bist du bereit, Mike? Digga, Mike will das nicht. Wir haben gerade eine schlechte Nachricht bekommen. Oh ne. Oh nein, was geht da ab? Aber wenn ich in die Startaufstellung durfte, haben wir noch keine Einführungsrunde und Outlap und so gehabt. Und jetzt merken wir, dass da irgendein Problem ist. Da tropft es raus, weil das ist Kühlmittel. Irgendwas ist hier nicht noch. Digga, das ist ja jetzt schon verflucht einfach, Bro. Katastrophe, Leute. Die anderen Autos fahren durch. Wir stehen immer noch in der Box. Wir müssen eigentlich Plättchen nach vorne sein. Okay, wir haben jetzt auf Verspätung schon mal direkt am Anfang. Jetzt wird mega ärgerlich. Mike fährt jetzt raus und wir müssen das irgendwie aufholen. Krass. Ey, das ist schon krass, ne? Digga, hier der AMG GT. Wirklich so ein geiler Wagen auch, ne? So ein geiles Auto. Oh, ganz viele Porsches und ganz viele GTs, ne? Ist auch hier ein R8 und sowas. Oh, geile Wagen, ne? Muss man sagen. Ich würde so gerne mit so einem Twingo damit, mit so einem richtigen Rotz-Twingo, der Spitze 120 fährt, nur um alle abzufacken. Vier Multiplier, Digga. Ganz schnell Logik. Mega Vorarbeit wurde von meinen Teamkollegen geleistet, Leute. Wir sind auf Position 2 in der Klasse schon. Jetzt Boxenstopp, ich bin rein ins Auto und zack, mit quietschenden Reifen. Geht.
gegen die Wand gefahren. Und damit, meine Freunde, war es das von diesem heutigen Video. Ich habe den kompletten Teamfortschritt von meinem Team zunichte gemacht. Das war's. Es ist los auf meinen allerersten Stint hier beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Die 50. Ausgabe. Über 200.000 Zuschauer stehen rund um die Strecke. War und ich freue mich auf mein erstes richtiges 24-Stunden-Rennen. Letztes Jahr gab es ja nachts eine Unterbrechung wegen Nebel. Ja, das so war kein echtes 24-Stunden-Rennen. Dieses Jahr sollte es anders sein. Aber natürlich hier jetzt erstmal Vorsicht walten lassen beim Rausfahren aus der Box. Zwei langsamere Autos, aber bevor die mich reinfahren, lieber gebe ich denen eine Kurve, um dann hier jetzt aber schön an denen vorbeizuziehen. Denn Zeit verlieren sollten wir natürlich nicht. Wir haben uns zwar auf Position 2 vorbereitet, beschleunigt ja wie ein Ochse der Wagen. Gefahren sind, ohne Digga, da warum ist dann Scirocco? Da fahren ja alle Klassen gleichzeitig. Ihr seht hier links einen der Titelfavoriten, der Grello Porsche 911 GT3. Der hat schon hier gewonnen beim 24-Stunden-Rennen. Der stand nach einem Kontakt da komplett kaputt in der Leitplanke und muss das Rennen aufgeben. Wir wollen bis zu Ende fahren. Wir wollen hier ein richtig gutes Ergebnis rausfahren. Ja, der Scheiß und dafür muss Opel Corsa hier weg. Konstant sein. Dafür muss man gut durch den Verkehr durchkommen. Wie hier jetzt keine Berührungen, keine Fehler und trotzdem keine Zeit verlieren. Vor uns wird das langsamste Auto im Feld, der Dacia Logan. Da fährt halt wirklich jemand mit einem Dacia Logan, das kann doch nicht sein. Liebe Grüße, da geht er raus. Die haben es am Ende geschafft, die sind angekommen und haben sogar ein paar Autos hinter sich gelassen. Aber Digga, wie geil. Auch für die eben, auch wenn sie langsam sind, ist das eine richtige Herausforderung. Der vor uns, das ist ein Auto, gegen das wir wirklich im Gesamtklassement kämpfen. Das ist ein 992 Cup Auto, das gleiche Auto, was auch Jan Eriksson zum Beispiel für Iron Force Racing fährt. Und die sind von den Zeiten sehr, sehr vergleichbar mit uns. Deswegen ist es da umso wichtiger, dass wir diese Autos... Der KTM ist halt ein Leichtbauwagen nochmal, ne? Ich meine, klar, die anderen werden jetzt auch komplett entkernt, sag ich mal. So ein Porsche 992 oder so, sie werden ja auch komplett blank gemacht. Aber der KTM ist ja speziell für den Rennsport gebaut. Die anderen sind ja runtergestrippte Straßenautos, die sehr sportlich sind, aber keine speziellen Rennwagen. Gut, jetzt ein AMG GT, der Zweisitzer ist schon ein krasses Auto, so, ne? Also das ist schon für ein Straßenfahrzeug ja komplett übermotorisiert. Der ist ja schon, sage ich mal, vom Ding her eigentlich ein Rennen, also ein Sportwagen so. Aber ich glaube, dass der KTM anmutendmäßig schon mit das krasseste Auto ist, oder Chat? Was sagt ihr? Überholen, weil das wirklich uns im Gesamtklassement nach vorne bringt. Denn wir wollen zum einen in der Ja klar sind die alle gebalanced mit Gewicht. Das ist schon klar, dass die alle das gleiche Gewicht haben. Ist logisch, ja. Gesamtwertung weit vorne stehen. Top 30 wäre ein Traum. Top 20 ist... Der Porsche Cup ist das Rennen. Stimmt, der Porsche Cup ist das Rennen angebaut. Außer ganz viele GT3s fallen aus. Aber ihr habt es ja in diesem Rennen schon gesehen. Es ist ja schon einiges ausgefallen. Also selbst das war mittlerweile möglich. Wir setzen uns neben den 911 GT3 Cup aus. So rum später bremsen. Und wir kommen da doch relativ einfach vorbei. Hängt immer ein bisschen davon ab, welche Fahrer da natürlich drauf sind. Da gibt es sowohl die Pro-Autos als auch die Pro-Am-Autos, wo Amateure mitfahren. In dem Fall war wahrscheinlich Amateur drauf. Da kam er dann leichter vorbei. Aber auch da ist eben wichtig einfach, dass man keine Zeit verliert. Seht ihr rechts, gelbe Flagge wird geschwenkt. Man muss nicht verlangsamen. Zumindest nicht doll. Ich habe leicht gelüpft. 250 in der Kurve. Und da ist einfach nur hier ein Abschlepper unterwegs. Zack, da gehen wir vorbei bei 250 km/h. Nächste Kurve, wieder rein. Ich habe mich so wohl gefühlt im Auto. Auch wenn also kann ich jetzt, was ich selber gefahren bin, sind so 310. Und das ist halt schon geistig, ne? Jetzt kaum was sieht ihr beim Sonnenuntergang, kaum aber was halt, hier, aber halt durchgehend. Siehst du den Apex und musst dann so ein bisschen erahnen, wann er kommt, um dann da reinzugehen. Also diese wechselnden Lichtbedingungen, nicht nur, dass es nachts komplett dunkel ist, sondern eben auch schon beim Sonnenuntergang und morgens in der Dämmerung, wie schnell sich das alles ändert, kann fast schwieriger sein dann vom Licht her, als in der Nacht, wo es zumindest dann konstant das gleiche Licht mehr oder weniger ist. So, Fuchs, meine Lieblingsstelle, dann oben hier über den Körper rüber, zack, runterschalten. Und allgemein auch hier, ihr seht's, wir kommen jetzt einmal kurz, Sprung, zack. Ich liebe diese Strecke. Es ist krass, so nice hier zu fahren und ich habe mich so wohl wie ist einfach nie legendär, im Auto gefühlt. Das muss ich wirklich sagen. Ich war noch nie so happy einfach beim Fahren. Ich habe in den letzten Wochen wirklich viel zu tun gehabt, bin viel umhergereist, auch jetzt hier beim 24-Stunden-Rennen. So viel getan, aber im Auto. Wie Felix da Punkte macht, das ist Wahnsinn, wie der aufholt. Hat mich niemand mehr genervt mit irgendwas. Ich bin Wahnsinn. Einfach nur gefahren, habe einfach nur mein Ding gemacht. Die Sonne ging unter, es war eine geile Session. Und alles hat gepasst, Auto hat sich super angefühlt. Noch ein 992 Cup Auto, auch da gehen wir jetzt im Gesamtklassement schön vorbei, anbremsen. Hier ins kleine Karussell runter. Vor uns der nächste Cayman, da weiß ich schon, wenn der gleich vor uns ist auf der Döttinger Höhe, dann gibt er uns schönen Windschatten.
Aber ich weiß auch, da hinten nach dem Grello-Unfall, der wird immer noch Code 60 sein. Also eine Zone, wo man sehr, sehr langsam fahren muss. Und davor ist Gate, wo man nicht überholen darf. Ich muss den vorher überholen. Also jetzt Vollgas raus aus der Kurve. Richtung Audi Bridge, das ist der Anfang der Döttinger Höhe. Wir sammeln uns immer weiter, saugen wir uns hier im Windschatten ran. 250 km/h haben wir. 260 km/h immer näher. Wir sind jetzt schneller als er. 265. Boah, Digga. Boah, das ist ja so krass. Mit 270 brettert der da. Aber das sehe ich schon, die gelbe Flagge schaffen wir es. Nein! 270 km/h, aber ich muss vom Gas gehen, weil wir waren nicht. Ja, aber wieso geht denn? Wir waren so einen Meter zu spät, sonst hätten wir noch überholen können, also direkt wieder. So. Aber wieso ist denn der Audi nicht vom Gas gegangen? Hier Doppelgelb, hier darf man nur noch 120 fahren. Also ja, schade, den konnte ich da nicht holen. Aber so ist das. Und ja. Digga, for real, ich wäre einfach durchgefahren. Ich habe mich aber trotz all dem. Mein MS-72 in die Bande knallt, Bro. Alles gut, das Lenkrad hat einen Top-Airbag. I guess not, right? So wohlgefühlt einfach. Es hat alles gepasst. Und jetzt schaut mal hier, diese Stelle, merkt euch die. Es geht die ganze Zeit nur... Wenn du ein Rennen fährst, gehst du nicht vom Gas. Genau für Jurus, wir scheißen auf die Flaggen, so ein Ding. Bergrunter. Die ganze Zeit hier Richtung Fuchshöre geht es nur bergrunter. Und das ist eine Thematik, die... Naja, ihr habt vielleicht die Bilder schon gesehen, wir kommen gleich dazu. Ja, hier klatscht halt eigentlich auch, meine ne? Lieblingsstelle, die Fuchshöhe. Vor allem jetzt hier die Kompression dann oben eben über den Körper rüber, wie wir gerade eben schon gezeigt haben. Das ist so eine coole Stelle und es hat, ich war noch nie so schnell, es hat immer viel mit diesen blinden Kurven auch so mit Mut und Vertrauen ins Auto insbesondere zu tun. Ah. Das hatte ich, deswegen jetzt funke ich auch hier auf den Knopf gedrückt und sage dem Team, ey, ich kann Doppelstint fahren. Ich fühle mich so wohl im Auto, wir tanken gleich nach, aber lasst mich im Auto noch keinen Fahrer wechseln, ich will nochmal fahren. Und das Team hat meine Zeiten gesehen und die haben gesagt, ey, wenn du dich wirklich wohlfühlst, Felix, wenn du denkst, du kannst nochmal die gleiche Anzahl an Runden fahren, dann bleib im Auto. Und ich war mir ganz sicher und habe gesagt, ja, Jungs, ich habe zwar noch nie einen Doppelstint gemacht, aber es fühlt sich genau jetzt nach dem richtigen Moment an. Weil, ja, guck mal, wie close der hier ist. Weil alles einfach läuft, alles funktioniert. Und Doppelstint hat natürlich einen Vorteil, dass ich danach dann auch ein bisschen mehr Pause habe. Die Jungs werden auch Doppelstint fahren, dann kann man auch mal schlafen, weil jetzt, ne, die Nacht beginnt so langsam. Wir haben jetzt hier schon so ungefähr. Ey, der Wagen fährt sich scheinbar ganz gut, Uhr wahrscheinlich. Also rein in die Box, neue Reifen, das Auto wird aufgetankt. Das ist der Hauptgrund für den Boxenstopp. Vorne die Jungs schrauben die Zusatzbeleuchtung an, weil es jetzt langsam richtig dunkel wird. Also haben wir kurz mal Zeit, was trinken. Und ich sage euch, in diesem Moment im Auto habe ich mich so wohl gefühlt, weil ich wusste. Wie krass, guck mal, wie das aufgeht, der Wagen, ne? Die komplette Scheibe öffnet sich samt Mittelkonsole gefühlt. Guck mal. Ah, ist schon crazy. Mit dem Auto habe ich mich so wohl gefühlt, weil ich wusste, es ist alles unter Kontrolle. Und das Team hat das Vertrauen in mich, dass ich einen Doppelstint direkt fahren darf. Das war ein wirklich, es mag vielleicht wie eine Kleinigkeit vor euch erscheinen, aber für mich war das wirklich ein so ein wichtiger und guter Moment. Ich habe mich so wohl gefühlt und wusste, ey, es läuft. Es ist so geil. Dann schaust du aus dem Fenster raus hier nach vorne. Die Sonne geht unter. So langsam siehst du die Lichter von den Autos immer mehr. Also auf der Kamera sieht es eigentlich jetzt ein bisschen zu hell halt aus, als es echt sexy, angefühlt, ne? Hat. Vom die Heck. Sonne geht perfekt unter. Chat, glaubt ihr, Dena hat sich wohlgefühlt? Also ich habe es jetzt nicht ganz so mitbekommen. Glaubt ihr, hatte Spaß und hat sich wohlgefühlt? Der Nacht entgegen und weiß, wir sind auf mehr guten Weg, sind jetzt schon in Richtung Top 40 Grad unterwegs. Also, oder sind sogar stopfelt, sind zu diesem Zeitpunkt sogar schon auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung. Leider ist die Kamera nämlich nicht die ganze Zeit gelaufen, weil die überhitzt ist. Ich habe sie nur kurz vor Boxenstopp wieder angemacht. Und danach ist sie dann leider hier kurz hier nach auch ausgegangen. Aber naja, dann ist das passiert, was ihr vielleicht im Fernsehen gesehen habt. Was? Situation out on track with the number 16. Oh mein Gott, Bro! Oh mein Gott, Digga. Ey, ich hätte ja so Schiss. Ich hätte so Schiss, Bro. Überleg mal, du sitzt hinten drin, schaust in den Rückspiegel und merkst auf jeden Fall, dass dein Auto am Brennen ist einfach. What? Pulling off. It's the KTM. Alter. Das ist mein Auto und es hat auf einmal angefangen zu brennen, Leute. Kleine Fehlermeldung im Cockpit gehabt mit Low Fuel Pressure. Dann habe ich nach hinten geguckt, direkt das Feuer gesehen. Er saß auch noch drin. Hab nur noch irgendwie den nächsten Streckenposten gesucht, der irgendwie einen Feuerlöscher hat und da angehalten. Jetzt sieht ihr, das Auto rollt wieder. Es ist kein Gang drin und ich kann auch keinen Gang wieder einlegen, weil das Auto ist aus. Ich kann, und es ist keine normale Gangschaltung wie zu Hause, ich kann keinen Gang einlegen. Lenkrad ist auch schon ab, damit ich halt schnell raus kann. Und jetzt wird gelöscht und ich bin jetzt über eine halbe Minute im Auto, während es brennt, weil ich versucht habe. Digga, wie stressig, Bro. Der Typ mit Feuerlöcher überruhiger machen aber so. Aber das Auto mit der Bremse zu halten, bis gelöscht wird. Aber es hat zu viel Rauch. Es rollt weiter, es entfacht sich nochmal. Aussteigen, ich konnte nicht mehr, ich bin raus. Während das Auto rollt.
Und jetzt halte ich noch irgendwie, versuche das Auto festzuhalten, während es wegrutscht. Aber das kannst du halt vergessen. Ihr seht mich jetzt im Rauch da, wie ich Alter, da auch er nimmt seine Kamera sogar mit, ne? Versuche, das rollende Auto irgendwie festzuhalten, damit es nicht den ganzen Berg runterrollt. Weil das ist genau die Stelle von... Alter, festhalten, wer ist mit Handbremse? Hat ja nicht geklappt? Wo es nur bergab geht. Ihr seht mich, ich halte das Auto, aber ich kann es nicht halten. Und es rollt weg. Das Auto ist weg. Es rollt brennend den Berg runter. Es hat keine Handbremse, ja stimmt. It's already accelerating away from him. And down into Adenauer Force. It's going to disappear into the foxhole. And still a light. So, how do the marshals deal with this? Because we've got a... Was für ein Pech, was für ein... Alter, sein Auto fährt halt einfach weiter. Eine Situation, dass genau an der Stelle das Ganze passiert. Und es ging alles so schnell. Oh nein, Digga. Er hat fast noch den Porsche da hinten getroffen. Also, ja, was für ein heftiges Feuer. Es ist... Einfach random passiert. Zu dem Zeitpunkt wussten auch nicht alle, ob ich aus dem Auto raus bin, weil ich halt, man hat es in den ganzen Rauch nicht richtig gesehen. Also im Team, auch meine Freundin. Boah, Digga, was für ein schrecklicher Moment, Alter. Das ganze Team, niemand wusste so genau, ob ich jetzt schon draußen bin. Das hat ein bisschen gedauert, bis es dann allen klar war, okay, ich bin draußen. Warum der jetzt gebrannt hat, ist aber nicht klar, oder? Felix von der Laden did absolutely everything he could do there. Felix von der Laden? Er hat die Kamera mitgenommen. Ich war tot unter Schock im Endeffekt. Ich dachte, ich muss jetzt dem Auto hinterher. Und ich muss irgendwie dahin. Aber ihr seht, ich kam da nicht mehr hin. Das ist zu weit weg gewesen. Ja. Alles gut gemacht. Das war eine Extremsituation, Leute. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Streckenposten haben mir nachgelaufen. Die haben mich gesucht. So, wo ist der Fahrer überhaupt hin? Digga, der Typ sagt sogar, ich wollte noch ein Foto mit dir machen. Bro, Dana steht so komplett unter Schock und der Typ erzählt so, ja, ich wollte eigentlich ein Foto mit dir machen. Aber ist okay bei dir. Ja, Foto könnte ich auch noch machen. Aber ich glaube, Leute, ihr könnt euch vorstellen, dass das ja, war einfach eine richtig krasse Situation. Ich hab versucht, das Auto so lange es geht zu halten. Ich habe mir eigentlich ganz in Ruhe im Auto gedacht, ich bleibe jetzt so lange, bis das Feuer gelöscht ist oder wenn zu viel Rauch kommt, dann geh ich weg. So ein Held aber, dass er die Kamera mitgenommen hat, ne? Das ist halt so krass. Und gut, dass ihm nichts passiert ist, ne? Das ist ja auch wichtig. Also stell dir mal vor, ihm wäre was passiert, so, das ist ja auch komplett beschissen. So, er hat Kamera und sowas halt alles mitgenommen, ne? Also absoluter Ehrenmann, Digga. YouTuber und Profi-Rennfahrer in einem. Boah, Mad Respect. Hab alles dafür gegeben und Lucky. Irgendwann konntest du nicht mehr. Aber du bist halt gebrochen, ne? Weil zu viel Rauch war, aber ich wusste halt trotzdem, das Auto, das ist jetzt richtig hin. Wobei, das ist halt kaputt. Durch das Feuer wär's eh am Arsch gewesen. Und das Schlimmste war, die ganzen Nachrichten zu bekommen von meiner Familie oder auch ne, meine Freundin, die sich halt Sorgen gemacht haben, was ist mit mir. Deswegen habe ich sie auch dann Hi, hörst du mich? Ich wollte nur sagen, ist alles gut. Boah, das muss ja auch für Familie und so richtig, richtig krass sein. Boah, Glück gehabt, Bro. Digga. Was für eine Scheißsituation. Nein, nein, nein. Ein paar Minuten da, ja? Okay. Also, bis gleich. Ja, er ist halt kurz vor den Tränen, da verstehe ich voll. Ich hoffe, ich muss sowas nie wieder erleben und ich hoffe, dass meine Freundin auch sowas nie wieder erleben muss. Ich bin gut rausgekommen, ich war noch im Medical Center, die haben mich durchgecheckt, das ist alles in Ordnung. Wir werden das Ganze in der Doku nochmal genauer behandeln, das war jetzt nur der erste Vlog, aber so was genau alles passiert ist und so weiter, Leute. Es kommt die große Doku, wir haben es euch versprochen. Ey, halt auch komplette Rennen damit hinüber, ne? Und es ist auch so schade, dass es bei ihm ist, weil nur weil er den Doppelstint gefahren ist, hat er ja auch dann das Feuer quasi kassiert. Man weiß ja nicht, wenn jetzt wer anders drin gesessen hätte, hätte der andere genauso souverän reagiert wie Felix oder so. Kann er nichts dafür, hat er alles getan, was möglich war. Krasse Leistung, wirklich. Wir haben viel gedreht, es war jetzt ganz anders als erwartet dadurch, aber ich glaube so trotzdem eine spannende Doku. Die kommt in ein paar Wochen raus und ja, bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Racing-Video. Wir machen weiter, keine Sorge. Digga, mad respect, bro. Mad respect. Holy fucking shit.